Herzlich willkommen zu Hello Kitty Online. Bevor wir überhaupt beginnen, will ich euch hier mal diesen Auto-Updater zeigen. Ich habe noch kein Konto gemacht, kein Konto mir angelegt, weil ich will euch was zeigen. Und zwar, also man kann hier auswählen zwischen Window Mode und Fullscreen und dann kann man hier wahnsinnig hohe Einstellungen aussuchen. Und man kann sogar Deutsch auswählen, das ist ja schon mal cool. So, jetzt gehe ich mal auf Start Game, jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest. Wenn es mal angeht. Wenn. Wenn. So. Diese mega geile Mucke. Die ist ja schon mal super geil. So. Ich will jetzt einen Usernamen. Natürlich nehme ich einen Usernamen, wie es ein Kind hat. Ich bin Timo. Timo99. Und mein Passwort. Nehmen wir mal das hier, so. Ach, scheiße. Nein, habe ich ja noch nicht. So, passt mal auf. Es geht ja ums. Deswegen nehme ich das ja hier auf. Also, mein First Name ist Timo. Und Nachname ist Hintertürchen. Und ja, ich bin geboren am 13. Oktober. Und zieht euch das rein. Natürlich geht das auch erst ab 99. Also nehmen wir 99. So, ich muss mal hier ganz kurz so. Okay. Bis hierhin ist noch alles klar wie Kloßbrühe, ne? So. Jetzt haltet euch aber fest. Ich gehe auf Next. Jetzt soll ich mein Land auswählen. Und das war der Moment, wo mir klar wurde, ich muss euch auch diese Installation und die Player-Registration muss ich euch zeigen. Und zwar, wir kommen ja aus Deutschland, ne? So. Gucken wir mal. Deutschland. Unter D ist nix. Schön ist auch, ich habe Deutsch als Sprache ausgewählt und hier steht Nice to meet you, Timo. So. French. Dann geht man davon aus, es könnte bei Germany stehen. Ist aber nicht der Fall. Also guckt bitte selber mal. Bin ich zu blöd dafür oder gibt es hier einfach kein Deutschland? Also not show. Nehmen wir das. Next. So, eine E-Mail. Gebe ich mal an. Die könnt ihr ja alle wissen. Das ist ja egal. Ihr dürft ja gaming at googlemail.com. So, what was the name of your first pet? What was your name of your favorite uncle? Onkel Ficker. So. Hä? Ich krieg eine Hello Kitty-Adresse. Das ist ja geil. Na, möchte ich Timo99 heißen. Huch. Timo99. So, next. The email address can included. Oh Mann, ey, dann bin ich Timo999. So, so, so. Gucken wir mal. Can included lowercase. Power Timo. Alter, das nervt gerade voll. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Bin ich blöd? Bin ich blöd? Hello Kitty Fan. 99. Testen wir mal das. Jetzt aber. Verstehe ich irgendwas daran nicht richtig? Übersetzung.
So. Gucken wir mal. Warum kann ich das nicht einfügen? Alter! Ich kann mich nicht bei Hello Kitty anmelden. Ich ziehe das jetzt mal hier rein. Copy. Es geht nicht. Your E-Mail address can include lower. Kann Zahlen niedriger. Lower Case Letters. Okay. Case Letters. Alter. End underscore. Ihre E-Mail-Adresse gehören Kleinbuchstaben und Unterstriche. Or Numbers. Soweit habe ich es verstanden. The first character of your email address must be a letter. Bin ich blöd? The first character of your email address must be a letter. Muss ein Buchstabe sein, ich bin doch nicht blöd. Guter Junge. Passwort. Guter Junge. Passwort. Guter Junge. So, jetzt reicht's aber langsamer. Ey, die verarschen mich doch. Timo 99. Mach immer mal Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist mir egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seht ihr dieses Problem, das ich habe? Ich kann mich. Ich kann mich hier nicht anmelden. Was mache ich denn jetzt? Eine kleine Pause und dann geht's weiter. So, da sind wir wieder zurück. Also, wie es aussieht, war mein großer Fehler. Ich Vollidiot. Ich habe ja Oktober als Geburtsdatum reingenommen. Wenn ich aber 99 geboren wurde, bin ich noch keine 13. Also, ich bin jetzt Tiamo. Wie war denn das? Tiamo 99 Hello Kitty. Eine Tiamo at HelloKitty.com. So, und das Passwort ist deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Also, wenn ihr rein wollt. Klar habe ich die Lizenzvereinbarung gelesen. So! Jetzt wollen wir das hier aber gleich mal ein bisschen anpassen. Kann ich das noch ein bisschen verkleinern? Kleinen Moment. So, meine lieben Freunde, es ist ein bisschen später am Abend. Ich hatte das schon hier alles aufgenommen, aber irgendwie hat nichts funktioniert. So, und deswegen gehen wir jetzt hier bei tiamo99@hellokitty.com rein. Ich habe schon ein bisschen gespielt und ich hätte ausrasten können. Oh, ich habe ja noch Boxen an. Ja, habe ich gelesen. So, wundervoll. Und rein da. So, das ist mein Typ, aber den will ich nicht mehr. Wir machen nochmal einen neuen Typen. Bitte gib einen passenden Kommando für die Löschung ein. Bitte delete eingeben. Okay. Delete. Was muss das groß geschrieben werden? So. Okay. Create your character. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Also, zieht euch das mal bitte rein. Das hier soll ein männlicher Charakter sein. Weiblich. Männlich. Weiblich. Männlich. So, ich bin trotzdem noch der Timo 99. Ich habe Geburtstag, ich habe heute Geburtstag. Welchen Tag haben wir heute? Heute haben wir den 14. Okay. So. Ich kann jetzt mir die Hautfarbe erstmal andere Fresse. So, wir nehmen die Fresse.
So, ein bisschen dunkler. Ja, da stehen die Pedos drauf. Gucken wir mal. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Und das ist Timo 99. So, verbinde zum Server. Ja. Spiel betreten. Halunke, was du mir mit dieser Sache hier angetan hast, ist so grausam. Es ist so grausam. So, schön finde ich, ich habe im Spiel Deutsch ausgewählt. Und was sehe ich hier? Nur englische Scheiße. Hello and welcome to Hello Kitty Online. So, aber als erstes machen wir mal die Grütze hier leiser. Oh. Schluck auf. Da unten. Das ist alles auf Deutsch. Ah. So. Hallo Abenteurer, willkommen bei Hello Kitty Online. Oder genauer, willkommen in den Dream Rooms. So, sowas wie Dark Rooms in anderen Sachen. Hier wirst du alles über die Grundlagen von Hey K.O. lernen. Zum Beispiel, wie man sich durch die Gegend bewegt, wie man mit den NPCs, nicht Spielercharaktere, spricht und noch vieles mehr. Beginnen wir also mit dem Umherlaufen. Siehst du das glühende Kreuz? Das ist ein Stern, du Idiot. Klicke einfach mit links auf die Stelle und du wirst von ganz alleine hinlaufen. Cool. Wow, bist du schnell. Es ist ganz einfach, nicht wahr? Jetzt bist du bereit für die nächste Aufgabe. Dieses Mal geht es zum Teleportationsfall, der dich zum nächsten Dream Room schicken wird. Zurück. 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 Mann, dahin. Wow, bist du schnell. Dann dahin. Was ein Blödsinn. Oh Gott. Ist der rosa. Willkommen in Dream Room 2. Hier wirst du alles über das Questsystem erfahren. Siehst du das orangefarbene Ausrufezeichen über My Melodies Kopf? Das hier ist also My Melody. Wenn ein NPC diese Zeichen über seinen Kopf hat, dann heißt das, dass es dir etwas... Dann heißt das, dass er dir etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Geh doch einmal näher an My Melody heran. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt näher an My Melody. Hallo My Melody. Jetzt bist du nah genug. Klicke mit der rechten Maustaste auf My Melody, um mit ihr zu sprechen. Wow, hi. Du bist wohl zum ersten Mal hier. Klicke unten rechts im Bild auf den Button, um fortzufahren. Das ist das Questannahmefenster. Bla! Boah, ist das nervig, ey. Das ist nerviger als ein Pickel am Sack. So. Da leuchtet's. Da klicken. Ich klicke jetzt einfach überall. Okay. Okay. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Scheinbar hast du alle Voraussetzungen erfüllt. Ja. Jetzt kann ich abhauen. Cool, ich hau ab. Klingt das hier. Ja, natürlich. Das sind wirklich tolle Hosen. Du kannst sie auch ausprobieren. Mit der rechten Maustaste. Boah, ist geil, ey. Ich bin so imber, ey. Kann ich mit dem Knilch auch reden? Hallo? Kann ich nicht. Darf ich nicht. Ach, hier muss ich jetzt drauf. Oh, bin ich ein heißer Typ. Wie komme ich da raus? Achso. Gut gemacht. Und schau mal, in diesem Fenster siehst du auch, dass du mit drei Werkzeugen ausgestattet bist. Einer Schere, einer Axt und einer Spitzhacke. Liebe Kinder, Scheren, Äxte und Spitzhacken sind nicht toll für euch. Nein. Mit diesen Werkzeugen kannst du Gegenstände von verschiedenen Ressourcen sammeln. Mit der Schere kannst du ganz normal sammeln. Mit der Axt kannst du... Hä? Mit der Axt kannst du... Alle Gegenstände... Mit der Axt kannst du... Alle Gegenstände kannst du mit einem Rechtsklick auf den jeweiligen... Ja. Das ist ja super. Okay, weiter.
So, willkommen im letzten Dream Room. Hier wirst du lernen, wie du dein cooles Werkzeug benutzen kannst und ein paar Gegenstände sammeln. Fangen wir am besten beim ganz normalen Sammeln an. Klicke doch mal mit rechts auf den Klee und schau, was passiert. Das soll der Klee sein, der Twiss. Wow, ein WLAN-Balken füllt sich. Das ist ja unglaublich. Gute Arbeit. Du hast gerade dein allererstes Item gesammelt. Jetzt versuch doch mal mit deiner Axt ein wenig Holz zu hacken. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Busch. Hallo Busch. Boom. Oh. Und wie er hackt. Ja, und jetzt hack einfach hier. Was ist das? Ist noch Ressource übrig. Klicke mit rechts auf den Tonhaufen. Das ist ein Tonhaufen. Jetzt soll ich mit dem Penner reden. Oh, hallo. Ich frage mich gerade, ob du mir nicht bei meinem kleinen Projekt helfen könntest. Könntest du mir bitte 3 Glover, 3 Shortsticks und 3 Clay besorgen? 3 Glover, 3 Shortsticks und 3 Clay. Das versteht auch jeder, der dieses Spiel spielen will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einer Schambehaarung dieses Spiel spielen will. So. Twizzle Leaf, okay, also 3 Stück davon, ja. Jetzt habe ich 2. Da unten steht es auch, 2 von 3. Jetzt habe ich 3. Oh, ist das anstrengend. Oh, hier, dafür muss er sich hinbücken. Komm, steh nochmal auf, bück dich mal hier vorne. Oh, ja. Yeah. Okay. Jetzt haben wir alles. Gut gemacht. Du hast alle Voraussetzungen erfüllt und kannst jetzt zu Batsmaru gehen und noch einmal mit ihm sprechen. Okay, komm mal her zu Batsmaru. Wunderbar, hier hast du eine kleine Belohnung für deine harte Arbeit. Lass sie dir schmecken, die sind selbst gemacht. Jetzt habe ich Kekse. Das ist Nahrung, Energiewiederherstellung. Cool. Vorsicht, ein Monster klaut dir deine Energie. Klicke es ganz schnell mit der rechten Maustaste an, um es in den Schlaf zu schicken, bevor es dich in den Schlaf schickt. Geh schlafen! Ist aber wieder wach. Oh, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh. Und jetzt... Hintenattacke. Was soll das? Wie viel Energie hat denn das Ding? Starbeam. Es schläft doch immer schon. Ja, komm mal her, Kitty. Komm mal her. Was soll denn der Scheiß hier? Ja, weiß auch nicht. Meine Katze findet es auch nicht toll. Wann ist denn das jetzt tot? Ich ziehe doch immer 55 ab. Was soll das? Wie oft denn noch? Ich drücke jetzt mal ganz oft drauf. Jetzt 10 Sekunden lang. 10, 9, 8, oh Gott, 7, 6, 5, oh Gott, die Hälfte der Energie ist erst weg. Ich sehe es gerade von dem Feeder. Guckt euch diesen rosa Balken an. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Halunke! Warum? Warum? Es passiert doch gar nichts. Wenn ich es angreife, dann liegt es und kommt wieder. Wenn ich es dann wieder angreife, liegt es, kommt wieder. Ich gehe jetzt hier. Wir empfehlen neuen Spielern wärmstens an das Tutorial teilzunehmen. Ja, okay, aber... Was soll ich denn jetzt hier machen? Hier, er macht doch gar nichts. Der Penner läuft weg, sieht mich wieder und greift mich wieder an und will mich in Schlaf schicken. Das war lächerlich.
Ist doch lächerlich. Was soll ich denn jetzt machen? Vorsicht, ein Monsterklau. Ja. 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 Also, ob es mich angreift oder in China fällt ein Sack Reis um. Kann ich mit dir nochmal reden? Hallo? Das ist doch ein Bug. Es lässt sich nicht töten. Ich laufe jetzt weg. Ich habe Angst vor dir. Scheiß aufs Tutorial. Wir hauen jetzt ab hier. Wir wollen jetzt was von der richtigen Welt sehen. Ich hole nochmal in euer Gedächtnis. Ne? Ich hab's auf Deutsch. To play the tutorial again, click the help button on your minimap. Help. Weg. So. Dear Daniel. Welcome to the magical place of amazing things you made be. Warum ist es denn jetzt alles wieder auf Englisch? Ich rede jetzt mal mit allen. Slow down there, kiddo. What do you need first is a guardian. Zum Traumkarneval. Dann gehen wir doch mal zum Traumkarneval. You need Dream Ticket. Das ist wieder auf Deutsch. Dieser Ausgang wird dich nach SSSP 8 führen. Sobald der Download abgeschlossen ist, kannst du dorthin gehen. Aber sobald du nach SSSS 8 gegangen bist, kannst du nicht nach Dream Carnival zurückführen. Oh, cool. Der hat eigentlich noch Text. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Rede ich mal mit so einem. Hallo, wir helfen Golden Palace fleißig bei einem streng geheimen Projekt. Oh, 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 ich muss zurück an die Arbeit. Wo sind denn jetzt die ganzen Pädophilen? Hallo, Itchy. Oh, jetzt rennt Itchy weg. Peinlich, ey. Peinlich bist du. Als Freund hinzufügen, handeln, folgen, Blog, Video? Was denn bitte für ein Video? Der Blog? Ich kann mir den Blog von Itchy angucken? Ich kann mir ihren Schulkalender angucken oder was? Ja, was mache ich denn jetzt hier? Kann ich jetzt hier hin? Ja, Hauptsache weg hier. Ah, viel freundlicher. The Policeman. Anderen zu helfen kann einen richtig erfüllen, findest du nicht? Du wirst im Laufe deiner Abenteuer auf einige Personen treffen, die dringend deine Hilfe benötigen, um irgendwelche verzwickten Probleme zu lösen. Die Einzelheiten deiner Aufgaben kannst du in deinem Aufgabenbuch finden. Das ist so süß, ey. Ich krieg Karies. Das ist... Ich hab hier doch noch nichts erlebt. Ich will jetzt was kaputt machen. Hier, ich gehe jetzt raus hier. Ist alles so freundlich. Kann ich jetzt irgendwas hier verprügeln? Das hier. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Guckt euch... zur Stadt zurückkehren. Ich bin tot! Sei gegrüßt, Reisender. Toll, dafür kriege ich einen Tanktop. Das ist das, was jeder Junge will. Was ist das hier? Kann ich da hin? Ich will jetzt mit der Apfelschale durch die Gegend düsen. Kann ich hier rein?
bist du für ein hässlicher? Ich verkaufe tolle Sachen, schau mal. Hast du Crack? Ja, hast du Crack? So. Kaufen. Kaufen. Oh, das ist ja echt tolle Sachen. Tschüss. Was verkaufst du für Scheiße? Farmteleport. Ja, da will ich hin. Ich bin auf meiner Farm. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich im Urin, ey. Jetzt geht's ab. Hier pennt einer. Wie komme ich dann zu dem schwuchteligen Pferd? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist meine Farm oder was? Ich verstehe es nicht. Lager. Nichts im Lager, habe ich mir gedacht. Das ist das tollste Spiel aller Zeiten. Hier, ich klicke dahin. Und jetzt achtet mal, ich klicke hier rechts hin. Will er nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ja, was geht hier ab? Ah, hier vorne ist ein Pfeil, den man nicht sieht, weil es so gut aufgelöst ist. Ich raste aus. Ach, hier bin ich wieder. Ist ja prima. Ist ja prima. Meine Katze miaut die ganze Zeit. Ist wieder so ein Pfeifenkopf. Ja, ich finde Hello Kitty auch nicht lustig. Ja, geht mir genauso. So, jetzt kann ich doch wenigstens mal so eine Krabbe hauen, oder? Geh schlafen, Krabbe. Nein, die vermöbelt mich wieder. Au ab, Krabbe. Habe ich irgendwie vergessen, aus meinem Inventar meine Waffen irgendwie richtig reinzulegen? Oh, nervt mich die Kleine. Toll, ich kann doch nicht mehr diesen Viechern auf die Fresse hauen. Das Geile ist, die greifen mich auch nicht an. Das ist ja so eine zuckertolle, bunte Welt. Ah. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, hier, ich kann Spiralwood verprügeln. Das ist ja toll. Oh, ich habe Spiralwood verprügelt. Nee, ne? Das ist, guckt euch das an, ich stehe neben einem Monster. Ein Monster, das mich schlafen schicken will. Ist das normal, dass ich gerade total aggressiv werde? Auf alles, was rosa ist und scheißen süß ist? Komm, greif ihn doch nochmal an, das war doch so lustig. Hier, nichts abgezogen, bumm. Gleich 20, blöde Sau. Also irgendwas ist hier falsch. Komm, kannst du dich ertränken? Nein. Kann er nicht. Hier ist ein fetter, hässlicher, gelber. Oh. Warum? Wo sind denn die ganzen Spieler? Kann man hier irgendwo gucken, wie viele Spieler online sind? Bereichschat, normaler Chat, Gildenchat, Handelschat. Das Spiel ist ja so toll durchdacht, ne? Das ist ja fantastisch. Komme ich jetzt hier wieder weg? Los, komm, ertränk dich. Was ist das? Der Sunbrick Express. Okay, cool. Oh, hier geht die Action. Hier geht die Action. Tickets. Hier kann ich Tickets kaufen. Alle an Bord. 2 Minuten bis zum Betreten. Du hast keinen Sunbright Express-Fahrschein. 1 Minute zum Betreten. Lauf einfach dran vorbei, los. Schnell, ich brauche eine Karte. Hä? Du hast keinen Sunbright. Zugservice. Zugservice.
Wie peinlich ist es für ein Hello Kitty Online-Spiel, Musik zu machen? So, Halunke. Wir sind jetzt mit meinem anfänglichen Tutorial sind wir doch locker auf einer halben Stunde. Ich glaube, das reicht, weil ich finde keinen Ausgang mehr hier. Guck mal, in dem Apfel war dieser Bahnhof. Das verstehe ich nicht. Wie kann in dem Apfel der ganze Bahnhof sein? Das ist zu viel für mich. So. Eigentlich war ja meine Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, ich möchte gerne Pädophile entlarven. Aber wie man sieht, ist das hier auch nicht möglich, weil ich denke, selbst Pädophilen ist das zu blöd, hier auf Kindersuche zu gehen. Oh, es hakt auch gelegentlich. Das ist auch schön, dass es laggt. Hier, es will mich keiner angreifen. Ich kann wahrscheinlich ins letzte Dungeon laufen. Das wäre egal. Da würden mich die Monster wahrscheinlich totkitzeln. Schlafkitzeln. Das ist doch hier nicht wahr. Ah, hier. Wir kommen nach Floropolis. Jetzt wird's aber bunt hier. Was soll das? Das ist Pata Pata Peppy. Der Hund vom kleinen Arschloch hieß auch Peppy und Valida. Ist ja merkwürdig. Da geht's wieder zum Express. Komm, wir gucken uns noch ein bisschen hier die wunderschöne Welt. Ach Mensch, hier! Natürlich! Tropfen. Was haben wir hier? Boxpicks. Dreht euch mal um, ich will mal die Boxpicks sehen. Ach, sind die niedlich. Die greifen an! Die greifen an, die Schweine! Oh Gott! Hier ist es gefährlich. Ja! Die Kleine miaut in einer Tour. Ah, ich muss hier weg. Die werden mich töten. Oh Gott. Boxpicks. Zum West Dream Forest. Oh Gott, was ist das denn hier? Ein Chainworm und das ist ein Skorpion. Man könnte ihn ja auch Skorpion nennen, aber das wäre ja zu viel. Oh Gott, wenn mich einer davon noch erwischt, bin ich im Arsch. Lauf, Schwuchteljunge. Oh, oh, oh. Nein, wir wollen... Wo bin ich hier jetzt? In diesem Blätterchaos. Okay, pass auf. Es reicht. Das sind jetzt 24 Minuten gewesen, die ich jetzt noch im Spiel aufgenommen habe. Und ich glaube, mein Körper stellt sich einfach dagegen, dieses Spiel checken zu wollen. B, es ist ja so verdammt süß! So verdammt süß wie Blitzkrieg! So, ich suche jetzt nur noch einen Pädophilen. Hallo, ich bin Timo99 und habe Interesse an Ex... Nein, das kann ich so nicht schreiben. Habe Interesse an gemeinschaftlichen Aktivitäten mit Älteren. Oh, Gemeinschaft. Märchen. Aktivitäten. Oh. Mit Älteren. 30 plus. Will mich einer knallen? Auch nicht! Somit kann ich Entwarnung geben. Lasst eure Kinder Hello Kitty Online spielen. Es ist so scheißen langweilig, dass sie sich nach Counter-Strike sehen werden. Verdammte Scheiße! Haut rein und bis denne!